Und jetzt Marktcheck rechnet nach mit Barbara Sternberger-Frei. Unser Thema heute: Geldanlegen fürs Alter. Wohin mit dem Ersparten? Wie gut beraten Banken und Sparkassen ihre Kunden? Und welche Möglichkeiten rentieren sich überhaupt noch trotz Inflation und Nullzinsen? Unsere Expertin weiß Bescheid. Schönen guten Abend, Frau Sternberger-Frei. Schönen guten Abend. Das ist ja im Moment echt schwierig, Geld gut anzulegen. Wir haben die Negativzinsen und wir haben die hohe Inflation. Man muss sich echt was einfallen lassen für die Altersvorsorge, oder? Ja, das stimmt. Es gibt keine Produkte, die zugleich rentabel und sicher sind. Also ich muss mir da schon was überlegen. Aber es gibt tatsächlich noch, Möglichkeiten, Produkte, ja, und Investitionen, die lukrativ sind. Da sprechen wir gleich drüber. Ja, wir haben uns gefragt, was wird einem eigentlich bei der Bank empfohlen, wenn man da mit seinem Ersparten hinmarschiert und in seine Altersvorsorge investieren will? Das haben wir ausprobiert und da gab es echt ein paar Überraschungen. Leider nicht so schöne. Volksbanken, Sparkassen und die Postbank. Wie gut beraten die größten Geldinstitute für Privatkunden bei der Altersvorsorge? Unser Reporter macht eine Stichprobe. Ich werde bei jeder Bank dieselbe Geschichte erzählen. Ich hätte 50.000 Euro, die ich anlegen möchte für die private Altersvorsorge. Schauen wir mal, was die Banken mir anbieten. Den ersten Termin hat er per Videochat bei der Volksbank Ludwigsburg. In deren Auftrag meldet sich ein Berater der R&V-Versicherung. Wir sind überrascht. Ja. Ich empfehle Ihnen eine Lösung aus einer vorgebundenen Rentenversicherung und drei Investmentfonds. Alle drei Fonds kommen aus dem Bereich Klima und Nachhaltigkeit. Außerdem würde ich empfehlen, nach der Einmalzahlung noch eine monatliche Sparrate einzuzahlen. Gibt es auch Angebote mit staatlicher Förderung? Theoretisch kämen da Riester oder eine Rürup-Rente in Frage. Davon würde ich abraten. Dieser letzte Tipp geht für unseren Fall in Ordnung. Okay. Die Empfehlung entpuppt sich als fondsgebundene Rentenversicherung mit einem Aktien- und zwei Mischfonds. Was ist von diesem Angebot zu halten? Unsere Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frei hat sich das Angebot genau angesehen. Ich habe mal nachgerechnet, also auch wenn die Fonds überhaupt keinen Ertrag bringen würden, aber auch keine Verluste, also nur 0% Rendite, hätten sie bis Rentenbeginn schon in der Ansparphase fast 12.000 Euro verloren. Also ist ein teurer Spaß. Und dann kommen natürlich noch die Kosten in der Rentenphase. Und da ist es einfach so, die haben einen unheimlichen Puffer bei der Lebenserwartung reingerechnet. Also ohne Rendite nochmal gerechnet, müssten sie 112 werden, um ihre Einzahlung zurückzubekommen, ohne einen Cent verdient zu haben. Das schaffen sie nie. Also das ist ein super teures Produkt. Mit diesem verheerenden Urteil konfrontieren wir die Volksbank Ludwigsburg. Es antwortet uns wieder die R&V-Versicherung. Angesichts des gewünschten Risikoprofils und aufgrund des möglichen Anlagehorizonts von 30 Jahren wurde Ihnen ein adäquater und fundierter Lösungsvorschlag für den Aufbau einer langfristigen Altersversorgung unterbreitet. Ist die Beratung bei der Postbank besser? Als nächstes hat unser Reporter einen Termin in einer Filiale in Stuttgart, diesmal vor Ort in der Geschäftsstelle. Reporter Moritz erzählt bei jedem Gespräch, er habe ein mittleres Risikoprofil. Doch die Postbank unterbreitet ihm ein ganz anderes Angebot. Ich habe keine Lizenz, Sie in Sachen Aktien zu beraten, aber ich würde Ihnen eine Rentenversicherung empfehlen. Wir haben da das Angebot PB Zukunftssicherheit. Eine Rentenversicherung mit null Garantiezins. Ist das wirklich die passende Geldanlage für unseren Reporter? Ich würde davon abraten, wenn ich noch 30 Jahre bis zur Rente habe, eine klassische Rentenversicherung auf Basis der aktuellen Zinssätze abzuschließen. Nein, die Versicherer verdienen ja selbst nicht viel Geld, die können ihnen auch nicht so viel zahlen. Frage, würden sie ihr Geld zu solchen Zinssätzen zur Bank tragen, um zu sparen? Ich vermute nicht. Und 30 Jahre lang, irgendwann werden die Zinsen wieder viel höher sein. Nee, das ist kein gutes Produkt für die Altersvorsorge. Die Postbank verweist darauf, dass Berater bei mittlerer Risikobereitschaft des Kunden angehalten sind, einen Kapitalverlust auszuschließen. Unser Berater hat demzufolge mit dem Produkt PB Zukunftssicherheit eine adäquate, moderne, klassische Altersvorsorge angeboten, bei der es eine im Marktvergleich gute Gesamtverzinsung gibt. Unser Reporter hat weitere Beratungstermine per Videochat.
Ich bin 37 Jahre alt und ich habe 50.000 Euro, die ich gerne anlegen würde für die private Altersvorsorge. Was können Sie mir denn da empfehlen? Die Kreissparkasse Ludwigsburg macht beim ersten Termin noch kein konkretes Angebot. Das bekämen wir erst in 2 Wochen. Bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen nimmt sich der Berater viel Zeit, macht uns auch auf die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge aufmerksam. Gut so. Als Produkte empfiehlt aber auch er eine fondsgebundene Rentenversicherung mit Mischfonds und immerhin einem kostengünstigen Indexfonds sowie eine weitere Rentenversicherung. Für die Volksbank Mittlerer Neckar bietet uns ein R&V-Versicherungsberater eine Kombination aus einer fondsgebundenen Rentenversicherung in Verbindung mit einer Indexpolice an. Auch diese Angebote überzeugen Barbara Sternberger frei nicht. Es ist alles eigentlich 0815, was im Moment vertrieben wird. Da verdient in erster Linie die Bank, der Versicherer mit dran. Und die individuelle Kundensituation wird viel zu wenig berücksichtigt. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen widerspricht. Mit der Empfehlung der SV-Vermögenspolice haben wir der Zielsetzung einer garantierten lebenslangen Zusatzrente voll entsprochen. Die Anmerkung zu den Kosten ist nachvollziehbar, jedoch wurden Ihnen diese per Screensharing erläutert. Die R&V-Versicherung schreibt im Namen der Volksbank Mittlerer Neckar, bei einem langen Anlagezeitraum sei mit einem Zuwachs an den Aktien- und Rentenmärkten zu rechnen. Schriftlich heißt es: Insofern ist für den Kunden unter Berücksichtigung der Kosten und seines selbst gewählten Risikoprofils mit einem Anstieg seiner Anlagesumme zu rechnen. Unser Reporter hat 5 Beratungsgespräche hinter sich und 4 konkrete Angebote. Sein Fazit? Am besten beraten gefühlt habe ich mich bei der Sparkasse Esslingen. Insgesamt würde ich aber leider keines der Angebote annehmen, weil mir einfach die Kosten zu hoch sind. Ja, verständlicherweise würde ich sagen. Danke erstmal, Frau Sternberger-Frey, dass Sie sich die ganze Mühe gemacht haben, sich da durchzurechnen und durchzuwühlen, muss man ja schon fast sagen. Kann man das denn als Laie überhaupt durchblicken? Nein, als Laie haben Sie keine Chance. Erstens nicht zu verstehen, was ist das für ein Produkt, die Chancen und Risiken, was für Kosten sind drin und eignet sich das für mich. 0 Chance. Ich würde jedem Verbraucher raten, nach so einer Beratung mit den Unterlagen zur Verbraucherzentrale zu gehen und die noch mal draufschauen zu lassen, mir das erklären zu lassen und auch die zu fragen, ob das für mich geeignet ist. Jetzt muss man dazu sagen, die Banken haben es momentan auch nicht leicht, Geld zu verdienen, das jetzt mal fairerweise. Aber das Ergebnis unseres Tests finde ich jetzt schon erschreckend. Also vielleicht ist es manchen BeraterInnen manchmal selber gar nicht so klar, was bei diesen Angeboten am Ende rauskommt, habe ich den Eindruck. Ja, das kann schon sein. Ob die alle Produkte so kennen, weiß ich auch nicht. Die haben auch zum Teil abenteuerlich gerechnet. Dem jungen Reporter wurde eine Versorgungslücke unter Berücksichtigung der Inflationsrate natürlich berechnet. Die war so groß, der hätte 80% seines heutigen Nettoeinkommens fürs Alter auf die hohe Kante legen müssen. 80%? 80%, um diese Lücke zu schließen. Das ist absurd. Mit 37 Jahren? Mit 37 Jahren, ja. Okay, da stelle ich mir schon die Frage, gibt es überhaupt wirklich gute Produkte zurzeit? Ja, es muss aber nicht unbedingt eine Versicherung sein. Also wenn ich noch 30 Jahre bis zur Rente habe, nein. Ein kostengünstiger Fondssparplan wird es auch tun. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber die Anbieter, die argumentieren ja auch damit, dass ein Versicherungsprodukt steuergünstiger wäre. Ja, unter bestimmten Umständen gibt es ein paar kleine Steuervorteile. Aber die machen die Kosten, die in diesen Produkten stehen, nicht wett. Also unterm Strich würde ich sagen, ist ein Fondssparplan immer günstiger. Und außerdem will die neue Bundesregierung ja auch den Sparerfreibetrag erhöhen ab kommendem Jahr. Das heißt, da gibt es da auch noch mehr, was ich hier so bei der Anlage steuerfrei verdienen kann. Würden Sie sagen, dass diese Fondspolicen und Rentenversicherungen momentan einfach grundsätzlich wenig sinnvoll sind? Ja. Würde ich eindeutig sagen, ja. Sie sind einfach zu teuer. Sie bringen nicht das, was der Verbraucher braucht. Ja, dann schauen wir uns mal eine alternative Geldanlage bzw. Altersvorsorge an, deren Name ja oft fällt. Die sogenannten Indexfonds, die ziemlich viele Vorteile haben für Anlegerinnen und Anleger. Wer monatlich sein Geld nicht nur zur Seite legen, sondern es auch vermehren will, kann an der Börse Aktien von Unternehmen kaufen und sich so an deren Gewinn beteiligen.
In ein einzelnes Unternehmen zu investieren ist jedoch riskant, denn es könnte an Wert verlieren. Im schlimmsten Fall pleite gehen. Das angelegte Geld wäre dann weg. Weniger riskant sind Aktienfonds. In einen Fonds zahlen viele Menschen ein. Das Geld wird dann auf die Aktien von vielen Unternehmen verteilt. Verwaltet wird so ein Fonds von einem Fondsmanager. Nachteil: Der Fondsmanager bekommt pro Jahr etwa 1,5% des angelegten Geldes. Das schmälert die Rendite. Günstiger sind sogenannte ETFs. Das steht für Exchange Traded Funds, zu Deutsch börsengehandelter Indexfonds. Der ETF bildet einen bereits bestehenden Aktienindex nach, wie etwa den deutschen Aktienindex DAX. Der DAX enthält die 40 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden. Ein ETF, der den DAX nachbildet, könnte nun zum Beispiel genau diese 40 Unternehmensaktien enthalten. Aber in jedem Fall gilt, steigt der DAX, steigt auch der zugehörige ETF. Fällt er, fällt auch der ETF. Vorteil: Die Anleger müssen keinen Fondsmanager bezahlen. Verwaltet werden diese Fonds mit Hilfe von Computeralgorithmen. Die Gebühren liegen beim Beispiel DAX unter 0,2% im Jahr. Wer in ETFs investieren möchte, braucht zunächst ein Wertpapierdepot. Entweder zahlt man darauf einmalig eine bestimmte Summe ein oder man entscheidet sich für einen Sparplan. Dabei zahlt man jeden Monat einen festgelegten Betrag ein. Und dann abwarten und Tee trinken. Denn ETFs sind nicht für kurzfristige Spekulationen geeignet, sondern eher für ein langfristiges Investment. Das klingt jetzt alles sehr überzeugend, finde ich. Nur ganz konkret, wie mache ich das jetzt? Es gibt ja zig verschiedene ETFs. Wie finde ich denn den richtigen? Ja, man sollte ausschließlich bekannte Indizes nehmen, wie zum Beispiel den MSCI World. Das ist das Börsenbarometer von den 23 größten Industrienationen der Welt. Da habe ich eine unheimliche breite Streuung drin. Das ist schon mal wichtig. Und das kann ich, wenn ich möchte, ergänzen. Dann nehme ich einen ETF auf einen Schwellenländerindex oder auf einen Rohstoffindex. Vielleicht kann ich auch sagen, ich möchte Nachhaltigkeit berücksichtigt haben. Das kann ich dann individuell ein bisschen mischen. Ich würde es aber immer einfacher halten, also nicht mehr als 3 verschiedene ETFs. Wenn ich jetzt mal diesen MSCI World nehme, wenn ich den eingebe, bekomme aber auch wieder verschiedene Produkte. Welches nehme ich denn dann? Ja, ETF-Auswahl ist nicht ganz einfach. Da muss man eine ganze Menge berücksichtigen. Eins sind natürlich auch wieder die Kosten. Auch da gibt es hier Unterschiede. Die fondsinternen Kosten, An- und Verkaufskosten, Depotgebühr, das alles sollte günstig sein, Liquidität und Handelbarkeit. Ich würde sagen, so ein ETF, wo auch Institutionelle rein investieren, da bin ich immer schon mal auf der sicheren Seite. Und da gibt es ja auch momentan ein ganz interessantes Angebot der Verbraucherzentralen, richtig? Das ist richtig, denn wenn ich wirklich auswählen will, muss ich eigentlich mich sehr schlau machen oder ich lasse mich beraten. Hier die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bietet momentan Online-Seminare dazu an. Das ist ja praktisch, ja. Die sind nämlich auch kostenlos, das verlinken wir dann mal auf unserer Webseite. Aber man muss sagen, Aktien und ETFs damit sind ja schon mit einem gewissen Risiko verbunden. Ist denn mein Geld bei Renteneintritt dann wirklich sicher? Also ich muss auf jeden Fall eine Mischung selbst machen. Das heißt, ich muss entscheiden, wie viel soll in ETFs oder aktienhaltige Fonds und eine sichere Anlage, Tagesgeldkonto oder festverzinsliche Anleihen, Staatsanleihen. Die bringen im Moment natürlich keine Rendite, aber Sicherheit. Die ETFs, zwischenzeitlich werden sie auch heftig schwanken mit der Börse. Das ist so. Muss ich aushalten können. Aber die Wissenschaft hat belegt, je länger die Anlagehorizont ist, je mehr gleichen sich diese Schwankungen aus. Und wenn ich 30 Jahre spare, ist das Risiko, was zu verdienen, eigentlich groß. Und ganz kurz noch, wenn ich eine kürzere Zeit investieren will, weil ich nur noch wenige Jahre bis zum Renteneintritt habe, haben Sie da auch einen Tipp? Dann würde ich Rentenpunkte zurückkaufen. Kann ich normalerweise nicht, aber der Gesetzgeber hat uns seit 2017 hier eine Möglichkeit gelassen, einfach zu sagen, ich will früher in Rente gehen, dann rechnet mir die Rentenversicherung aus, was mich das kosten würde. Dieses Geld kann ich einmalig oder mehreren Raten einzahlen. Ich muss aber nicht mit 63 oder so in Rente. Ich sage dann, nö, ich will bis zum Regelrentenalter arbeiten und dann erhöht das automatisch meine Rente. Ist die beste Rendite für eine kurze Laufzeit im Moment, die ich bekommen kann aktuell.
Ganz aktuell sehr sinnvoll. Vielen Dank für den Tipp, Frau Sternberger Frei. Das war eine wirklich gute Aufklärung hier im Marktcheck in Sachen Geldanlage und Altersvorsorge. Das ist ja auch kein leichtes Thema, aber es ist halt wichtig. Deshalb gern noch mal in Ruhe durchlesen auf unserer Webseite. Und da steht auch erklärt, wie man die Rentenpunkte kaufen kann. Und Sie finden da auch den Link zu dem kostenlosen Online-Seminar Geldanlage mit ETFs der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.